Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir machen jetzt weiter hier, wie im letzten Mal angekündigt. Fahren Abschnitt 1 von 3, Nürburgring, Mühlenbach. Ganz entspannt. Ja, du sagst mir das ja immer zu spät. Wollt ihr euch nicht mal verpissen hier? Geil, ich kann nicht richtig lenken, weil er neben mir ist. Ziemlich cool. Gut, aber wir kommen relativ gut mit, muss ich sagen. Oh, geht doch nichts über so ein schönes Allradauto mit Leistung. Denkt sich der vor mir auch. Oder die hatten noch Allrad, ne? Die hatten noch meine ich sogar schon Hinterachslenkung. Die wohl nicht so cool war. Glaube ich. Ach ja! Dämliche sechste Gang. Ich fände es gut, wenn man den sperren könnte irgendwie. Dass man da nicht die ganze Zeit reinschaltet. Oh shit, das ist hier ein bisschen enger als ich erwartet habe. Ich weiß, ich bin die Strecke schon gefahren, aber das ist jetzt halt auch 2 Wochen her oder so und ich habe gar keine Ahnung mehr. Abstand 5 Sekunden von was? Führer, eine Runde lang haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Nice, Kurve haben wir auch gemeistert. Hätte ich aber auch sehr seltsam gefunden, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten. Ich bin langsamer als in der ersten Runde, weil ich halt die Kurve jetzt sehr vorsichtig gefahren habe, schätze ich mal. Jetzt sind wir 400stel schneller. Nein, 4/10, ne? Ach Mann, ich hab das immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert mit Zehntel und Hundertstel. Na, ja, insgesamt auf jeden Fall. Ich glaube, es sind Zehntel. 6/10. Oh, scheiße. 6/10. Ich sollte mich nicht auf die Zeit konzentrieren, sondern fahren. Also aufs Fahren konzentrieren. Dann fahre ich vielleicht auch abwenken besser, weil jetzt sind wir schon fast 1,5 Sekunden langsamer als vorher. Komm. Ist auf jeden Fall eine sehr kurze Strecke. Kann ich schon verstehen, warum man hier 5 Runden gemacht hat. Aber guck mal. Ah, oh Gott. 7/10 wieder gut gemacht. Okay, das hat mir jetzt ganz gut gefallen, aber ich glaube, es war langsam. Oh ne, es war schneller als die erste Runde sogar. Okay. Komm. Okay, das war sehr viel schneller als die erste Runde, also als die beste Runde. 1,1 Sekunden ist schon schnell. Und Level Up sogar noch gemacht. Fantastisch, das war ein toller Sieg. Danke. Danke. Kommen wir gleich das nächste, denke ich. Oh, Belohnung für nächste Fahrerstufe ist ein 911er GT3 RS, habe ich das richtig gelesen? Aber jetzt kriegen wir erstmal Tierdrucke, 160.000 und Felgenkategorie T bis W. Cool. Steht da, welche Rundenzeit wir gefahren sind irgendwo? Glaube nicht. Nö.
Okay, cool. Nächstes. Ist Nürburgring Sprint. Okay, hör gut zu. Die erste Kurve hier ist eine super Überholmöglichkeit. Es ist eine breite Haarnadel mit einer Senke in der Einfahrt. Mit dem richtigen Timing kannst du Platzierungen gut machen. Top, Bruder, danke. Hat er gerade Dreck oder Öl hochgeworfen? Ich brauche übrigens keine Haarnadel, um zu überholen, Digi. Ich überhole einfach auf langen Geraden. Komplett neue Rennstrecke? Bisschen Konzentration, dann kann das hier auch was werden. Okay, viel zu weit nach außen. Alter, komm, um eine Ecke bitte. Das hier ist alles nicht viel Gas. Wieso auch immer ich dafür jetzt keine Kurve gekriegt habe. Weil ich eigentlich sagen würde, die habe ich ziemlich souverän genommen. Nee! Viel zu weit rausgekommen. Komm. Kleines Autowagen. Du machst das schon. Ja, zum nächsten Mal sollte ich auf jeden Fall... Scheiße. Okay. Das geht a weng besser vielleicht. Vielleicht in einem Stück nicht mehr zwischendurch parken. Junge, die Kurven sind hier aber ein bisschen anspruchsvoller. Also jetzt nicht vom die Kurven allgemein, sondern die zu kriegen. Ach ja. Entschuldigung, ich bin dämlich. Wie habe ich denn die erste Kurve hier geschafft, ey? War das nicht da, wo ich so richtig übel Probleme hatte? Okay, das war ein bisschen zu vorzeitig runtergeschaltet. Nice, gekriegt. Ja, wenn ich Kurven schaffen will, dann bin ich immer ein wenig zu langsam. Dann holen mich die Jungs ein. Die 5 Sekunden, die ich da gerade offensichtlich gemacht habe, müssen daran gelegen haben, dass ich in der ersten Runde ja keinen fliegenden Start hatte. Okay, da bin ich sehr weit weggerutscht. Mit dem S. Die sollte, ja, schön. 6 von 9 Kurven immerhin schon mal. So, Abstand von der ersten Runde ist das, glaube ich, sogar nur. Deshalb ist das immer so viel. Ja, die kriege ich wieder nicht, oder? Junge, ey, da gehst du einmal einen halben Zentimeter von der scheiß Linie weg. Zack, gibt's die nicht. Diesmal schalte ich nicht die 6. Das war gar nicht gut. Okay, hier sollte ich in der 3 bleiben, auch wenn er ein bisschen an Drehzahlbegrenzer geht. Das ist, glaube ich, klüger. Na, was haben wir jetzt hier? Ein bisschen langsamer? Nee, 1,3 sogar schneller, Alter. Damit hatte ich jetzt aber nicht gerechnet. Nee, nicht schalten bitte, danke. Nice, geschafft auf jeden Fall. Ich schalte mal zu voreilig.
Verpiss dich mal. Nur noch die ganz hinten, diese relativ einfache Kurve eigentlich habe ich jetzt nicht geschafft. Oh shit, das war extrem schlecht. Aber alles cool. Ja, das kriegt doch wieder nicht, oder? Doch, nice. Okay, alle Kurven gemeistert, das ist gut. Und wir sind sogar relativ schnell, fahre eine saubere Runde, aber auch geschafft. Ja, die Karre ist verhältnismäßig echt langsam mit 207. Leider. Und das war echt schlecht gefahren. So. Komm, komm, komm. Zack, zack. Arme junge Ecke. Leck im Arsch. Die Strecke ist auf jeden Fall gefühlt sehr anspruchsvoll, weil die jetzt nicht ultra kurz ist. Fährst ein paar Runden auf der. Und allgemein ist die nicht langsam auf jeden Fall. Na, wenn die Kiste hier nicht so niedrig fahren würde, also so, wenn die nicht nur 5 Gänge hätte. Oder vielleicht ein deutlich länger übersetztes Getriebe im Allgemeinen. Und das verkacke ich hier jedes Mal wieder. Diese scheiß S-Kurve oder Schikane, ist das Schikane? Ja, das ist Schikane, oder? Ist schon eine Schikane, oder? Nice. Ist ein schönes Gefühl zu gewinnen, oder? Ja, fühlt sich ganz gut an für mich. Geiles Auto, Alter. Das Auto ist einfach nur geil. So. Eine Runde noch. Das dürfte hier relativ lang sein. Schauen wir mal. Alle Kurven ist übrigens gar kein Ding. Die entscheidenden Stellen sind Turn 1 im Castrol S sowie die Schikane kurz vor dem Ziel. Geht klar, Bruder. Da ist das grüne Licht, komm schon, komm! Wieso geht der scheiß Drehzahlbegrenzer, wieso geht der scheiß Drehzahlmesser bis 9, wenn du bei 6,5 schalten musst? I don't understand this shit. Ist das nicht exakt das gleiche nochmal? Wahrscheinlich irgendwo eine Veränderung, lang oder so. Weil das hier ist alles exakt das gleiche. Ja, das hier ist alles exakt. Na, hier ist schon ein Unterschied, glaube ich. Uiuiui. Okay, ja, ist schon ein bisschen ähnlich, aber nicht gleich auf jeden Fall. Also der Anfang ist halt dasselbe. Und zwar eigentlich dasselbe, weil es ist halt die gleiche Rennstrecke. Oh shit! Da habe ich durch den Curb ein bisschen Haftung verloren. Und bin aveng gerutscht. Oh Gott. Alter, hier lenkt man sich aber auch einen ab, ey. Komm, komm, komm. Schade, nicht gekriegt, okay. Hier ist es wieder dasselbe, glaube ich. Ja, die Kurve kennen wir noch. Und da vorne kommt die Schikane, die ich auf der anderen Strecke eben schon gar nicht mochte. Okay.
vielleicht kürze ich auch ein bisschen ab, dann kriege ich die Scheiße hier natürlich auch nicht. Ja, das wird auch nichts. Das war absehbar. Ja, nachts ist natürlich alles noch was ganz anderes zu fahren. Danke. Danke. Da wollte ich nicht schalten, das war dumm. Ob ich da runter in die 2 sollte, weiß ich noch nicht. 5 Sekunden. Okay, nur 4,3. Knapp. Also nicht mehr 4,3, 4,239. Gut. Komm. Hinten kommt gleich eine schöne Kehre. Die müssen wir anständig mitnehmen. Danke. 9 von 12. Immerhin. Schon mal ganz gut, würde ich sagen. Jetzt dürfte hier die zweite Messung kommen. Okay, jetzt sind wir schon nach 3,5 schneller. Ich bin auch eben durch das Ding echt langsam durchgekrochen. Kann ich so sagen. Nice, 10 von 12. Jetzt kommt gleich meine Hasskurve. Oder meine Hassschikane oder was auch immer. Ja, die habe ich jetzt ordentlich genommen, aber dafür ultra langsam halt. Ah, shit, die kriege ich wieder nicht, okay. War ich kurz zu schnell, aber wir haben noch eine Runde. Alles cool. Okay, nur 2,7. So, da ist die 2, glaube ich, ganz angebracht. Hier lasse ich mich gerade viel zu weit raustreiben, obwohl ich eigentlich sehr weit eingelenkt hatte und nicht gerutscht bin. Aber gut. Manchmal ist das Spiel halt nicht übermäßig klug. Sobald, wenn du einen Lenkwinkel hast, der ziemlich stark ist und das Auto rutscht nicht, dann fährt es ja folglich dahin, wo du willst. Weil es gibt die Möglichkeit, das Auto fährt so, wie du möchtest, oder es rutscht. Also so, wie du vorgibst mit dem Lenkrad. Also den Lenkwinkel, den du vorgibst, fährt es oder es rutscht. Und wenn es nicht rutscht, fährt es logischerweise dahin, wo du willst. Tut es aber nicht. Das ist ein bisschen dumm. Aber vielleicht hat man auch einfach Scheiße schon wieder in 6. geschaltet, obwohl es keinen gibt. Vielleicht hat das Spiel auch einfach nur keine Geräuschkulisse für Rutschen, weiß ich nicht. Eigentlich hat sie, glaube ich. Okay. Das war eine ziemlich schön genommene Kurve, auch wenn ich erst ein bisschen verkackt hatte. Seht ihr, da hat es jetzt gequietscht. Da ist klar, dass ich dann die Kurve mit ein bisschen Versatz nehme. Und nicht so, wie ich wollte. Das hat mir jetzt auch gut gefallen. Und hier bleibe ich jetzt einfach stumpf in der 3. Nehme die ganze Kurve hier recht vorsichtig. Und hab's trotzdem verkackt, oder? Ja. Geil! Weil ich am Ende ein bisschen zu viel wollte. Du bist recht
218 irgendwas. Genauso muss das aussehen. Naja, nicht alle Kurven kriegt es schon nicht richtig gut. Aber okay, wieso ist meine Maus im Bild? Alter. Ich hasse Spiele, wo man die Maus nicht benutzt, wo sie immer im Bild ist. War bei Call of Duty Black Ops das gleiche. Hier Zwischensequenz. Das läuft ja jetzt übrigens. Ist jetzt eine zweite Part, die ich gerade aufnehme. Das kommt Dienstag. Ja, genau. Ja, von daher. Das war's auch schon wieder, sehe ich gerade. Beim nächsten Mal machen wir vielleicht wieder ein Drift. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.